Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Heel Fakt die News AD, der Sendung auf YouTube mit Transfer-News, Transfergerüchten und allem anderen, was dem runden Ball so ausmacht und was ihn nicht ausmacht. Und dazu hatten wir schon mal ein Video, sind Spieler wie diesen hier. Er mag ab und an mal gut Fußball spielen können, aber charakterlich ist das einfach eine Niete. Sorry, aber ist so. Ich finde an dem Spieler kein gutes Wort mehr. Damals, als er Bremen verlassen wollte, sich kein Ablöse richtig finden wollte, wollte er wieder zurück nach Bremen, obwohl er gesagt hat, er will da nie wieder spielen. Dann kam Wolfsburg, hat er gesagt, hey, da will ich doch spielen. Dann war er jetzt bei Wolfsburg, kommt dort nicht zu Potte, weil er halt nicht doch das Potenzial hat. Weil er, ja, ist halt so, der hat halt nicht das Potenzial für ganz große Clubs. Und jetzt sagt er, ich will wieder zurück nach Bremen. Und, ach, keine Ahnung, also ich kann an Aaron Hunt nichts Gutes finden. Ich weiß, er hat sicherlich den ein oder anderen Bremer Fan, der mich jetzt zerreißen wird, weil er doch so ein toller Spieler ist und er liebt den Verein Bremen so und will da unbedingt wieder hin und bla 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 bla. Scheiße, ist das scheiße, ist das, was der Hunt gemacht hat? Pff. Ja, aber für euch, wie gesagt, die News und zwar nicht ganz so seriöse Quelle. Die Bild-Zeitung hat berichtet, dass Aaron Hunt bei VW quasi vorgesprochen hat, gesagt hat, hey, ich muss unbedingt im Januar weg. Ich bin ein super Spieler, ich will kicken, ich will spielen und ich habe hier keinen Bock und ich will kein Joker sein. Dafür weiß ich nicht, sehe ich zu gut aus. Und nee, Spaß, kommen wir mal zurück zum Ernst und wollen dem Kerl nichts Böses. Verstehen kann man es vielleicht ein bisschen, aber wie gesagt, der Typ geht für mich charakterlich nicht wirklich klar. Und Alofs hat halt gesagt, dass er auch den Wunsch geäußert hatte und ja, dann ist halt, ist man direkt auf Bremen gekommen und Bremen hat gesagt, nee, wir wollen den Hunt nicht wieder haben und der Hunt hat auch so irgendwie gesagt, ich weiß ja nicht und ja, Wolfsburg will auf jeden Fall wenigstens nicht ganz leer ausgehen, hätte gern eine Ablösesumme von 3 Millionen, weil das kostet ja auch viel Gehalt, der Herr Hunt. Und ja, die 3 Millionen könnte wohl Bremen dann nicht zahlen. Und deswegen spekuliert man, dass es jetzt alles so bleibt, wie es ist. Aber vielleicht geht ja eine Leihe mit Kaufoptionen. Hust, hust. Und dann kommt vielleicht doch nochmal zu dem Transfer. Ist auf jeden Fall ein Großverdiener, der Aaron Hunt. Man weiß noch nicht warum. Denn die Klasse von einem De Bruyne und so hat er auf keinen Fall. Aber gut, aktueller Marktwert ist 6 Millionen von Aaron Hunt. Und er hat die Saison ganze 712 Minuten gespielt, wettbewerbsübergreifend. Hat dort 4 Tore erzielt und ein weiteres vorbereitet. Ist jetzt keine allzu schlechte Statistik, aber wie gesagt, auffällig und auf sich aufmerksam gemacht hat er nicht. Und wichtig für die Mannschaft war er jetzt auch nicht. Also haut mal in die Kommentare, was denkt ihr von Aaron Hunt? Findet ihr solche Spieler korrekt oder sagt ihr, keine Ahnung, sehe ich wie du, komischer Kauz, was will der noch? Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, ich habe keine positive Meinung, deswegen bevor ich da noch negative Worte finde, die dem Spieler vielleicht gar nicht gerecht werden, vielleicht ist er eigentlich ein richtig korrekter Mensch und das wird nur nach außen in den Medien immer falsch getragen, das kann ja auch sein, passiert oft in der heutigen Zeit. Auf jeden Fall würden mich eure Meinung mal interessieren, wie findet ihr Aaron Hunt, was denkt ihr, wohin sollte er gehen, kann Bremen den sich überhaupt leisten für 3 Millionen oder ist es dann zu teuer? Ich würde mich auf jeden Fall freuen über eure Meinung und vielleicht gefällt dem einen oder anderen, was ich hier mache, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Nachrichten und Transfer-News haben wollt und dann mache ich das doch gerne für euch. Ansonsten, wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, lasst einfach ein Abo da, damit seid ihr immer sicher, wenn ich ein neues Video nach oben lade, zack, taucht es in eurer Abo-Box auf und ihr verpasst somit gar nichts mehr. Also, habt einen schönen Tag, genießt die Stunden, die Minuten, die ihr habt und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao, euer Heel Fakti.